So, willkommen bei Takeshi kotzt sich aus. Jetzt eine kleine Tour fahren und währenddessen werde ich euch ein bisschen was erzählen. Sieht als Comedy-Show. Also, Attacke. Es geht sich um Folgendes. Ich muss erstmal einen Glimmstängel machen. Stellen wir uns mal ganz blöd an. Ihr kennt ja alle mittlerweile das Coronavirus. Ist ja kein Geheimnis mehr. Übrigens achte ich jetzt nicht hier drauf, dass das hier flüssig läuft oder was. Das geht mir gerade so weit am Heck vorbei, das ist mir Latte. Also pass auf. Es gibt ja diese Gläubiger, die ja eigentlich zu allem was zu sagen haben. Egal was für ein Thema. Schattenfirmen und Wirtschaftslage und Corona und Reichsbürger und keine Ahnung. Das volle Programm gibt es ja für jede Ecke, gibt es ja was. Mich interessiert heute so, also hier in dem Schnipsel, das Coronavirus. Ich will jetzt keine Front machen. Das liegt mir fern. Ich will das nur von meinem Herzen runter haben, weil belastet mich schon ein bisschen, weil so viele Leute daran glauben und das ist einfach schlimm. Also kommen wir mal zum ersten Punkt. Das Coronavirus gibt es nicht. Sagen die Propheten der Neuzeit. Diese Bekloppten da. Da gibt es ja ein paar. Gibt es einen mit extrem wenig Haare, der ähnlich wie ein Möbelstück heißt. Dann gibt es da diese komische Bodybuilder-Truppe, wo er und seine Frau vor der Kamera turnt. Dann gibt es den einen oder anderen Prominenten, der da so was in die Richtung raushaut. Sänger, Sportler und was weiß ich nicht. Und den einen oder anderen Akademiker. Und erst sind sie sich alle einig. Das Virus gibt es nicht. Es stirbt keiner dran. Und das ist alles Humbug und das ist eine Idee der Regierung Merkel. Ich habe Neuigkeiten für dich. In Brasilien gibt es Corona, in Japan gibt es Corona, in den USA gibt es Corona, in Russland gibt es Corona, in China, in Korea, eigentlich überall auf der Welt. Jetzt erklär mir mal eben, bis wo die deutsche Grenze geht, wo die Merkel was zu sagen hatte. Kannst du nicht? Für dich geht Deutschland bis an die chinesische Mauer, oder? Und da die ja flach ist,
Geht die ja nicht einmal rum, sondern nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Und mit dem Wirkstoff, den... Nee, dann nicht lang. Mit dem Wirkstoff, den die da entwickelt haben, die deutsche Regierung, weil offensichtlich die deutsche Regierung die einzigen sind, die den Wirkstoff produzieren. Wollen sie alle umbringen. Aus Verkehr ziehen. Gleichschalten und was weiß ich nicht was. In dem Wirkstoff irgendwelche Chips verbaut sind. Du hast nicht wirklich viel Ahnung von Physik oder so, ne? Frag meine Frau, die ein Kind gekriegt hat, wie das war. Die wird dir sagen, das ist, als würd's ein VW-Käfer durch ein Nadelöhr zwingen. Jetzt sag mir mal bitte, wie du den Chip, der Bomben enthält und EKG, EEG und alles andere messen kann, so klein machen kannst, dass der durch die dünne Nadel. Ach, der muss gar nicht durch die Nadel, der ist im Impfstoff drin, ja. Und wie kriegst du den Impfstoff durch die Nadel? Ich verstehe das alles nicht, weil wenn das alles möglich wäre, wieso haben wir noch so große Computerchips oder so große Handys? Warum spritzen die uns dann nicht einfach ein Handy im Mini-Format, was alles kann, in die Arme? Oder in die Ohren. Hast keine Erklärung für? Ich kann dir sagen, weil es nicht geht. Weißt du, das Problem bei so einer Produktion ist, je kleiner du wirst, desto mehr Probleme kriegst du mit der Physik. Und irgendwann machst du es so klein, und jetzt kommt ein wissenschaftlicher Teil, dass du Probleme mit der Quantenmechanik bekommst. Da hast du mit Sicherheit schon mal von gehört, weiß aber überhaupt nichts damit anzufangen. Und das ist das Problem dabei. Es gibt viele Sachen, von denen du, Prophet, überhaupt keine Ahnung hast. Also wieso machst du dann einfach die Fresse auf? Kannst du mir das mal erklären? Das, weißt du, ich frage mich immer, wie ihr noch geradeaus atmen könnt, ihr Gläubigen. Oh shit. Die so einen Müll verzapfen. Das muss mir mal einer erklären. Also, das ist ja Punkt 1. Die Chips, die dann von Kindern geklöppelt werden, die Bill Gates eingestellt hat, die im Keller von der Pizza in Anleitung von Frau Merkel den Impfstoff zusammenmischen und was? Alter. Das ist gut, das ist echt, das ist filmreif. So, jetzt gehen wir mal eine Stufe weiter. Also, das ist ja so, erst gibt es den Virus nicht. Dann ist der Virus nur eine einfache Grippe. Also wenn es den Virus nicht gibt, dann gibt es auch nicht einfach eine einfache Grippe oder sowas.
Und jetzt ist es eigentlich nur noch irgendeine Atemwegserkrankung, die es schon immer gegeben hat. Ist das so? Wenn es den vorher nicht gab, wieso gibt es den? Also, das ist schon mal Manko 1, was mir irgendwie nicht so ganz aufgeht. Manko Nummer 2 ist, keiner stirbt an dem Scheiß. Die sterben alle an der Behandlung. Ja, was ist aber mit den Gläubigen von dir, die auf die Intensive kommen, sich nicht behandeln lassen wollen und dann sterben? Die hat es nicht gegeben, oder was? Ich habe Neuigkeiten für dich. Da gibt es einen so einen Faxenheini, der hat dir geglaubt, ist auf die Intensiven gekommen, hat gesagt, hat Atemprobleme und will ein bisschen Sauerstoff, hat sich noch lustig mit der Ärzte unterhalten, hat sogar mit einem Kamerateam gesprochen, die das Ganze so ein bisschen gefilmt haben. Die hatten eigentlich ursprünglich vor, die Auslastung der Intensivstation zu filmen. Naja, und dann hat er gesagt, ich lasse mich nicht impfen und nicht behandeln, das ist eine Grippe. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Weißt du was? Der Mann ist tot. Der ist eine halbe Stunde, noch während der Dreharbeiten, während der Arzt daneben steht, verstorben. Zickzack. Und nicht wegen dem Impfstoff und nicht wegen der Behandlung. Weil es gab ja keine. Der hat sich ja nur dahingelegt. Der hat es an dem Tag so gerade eben ins Krankenhaus geschafft und hat sich damit dann selbst mehr oder weniger umgebracht, weil er dir geglaubt hat. Du verstrahltes Stück feuerfeste braune Masse. Also wir halten fest, den Virus gibt es nicht, dann gibt es ihn, der ist aber viel zu mild, das ist eine ganz kleine Grippe und dann ist es eine Atemwegsinfektion, die es schon immer gegeben hat. Also von gar nicht auf Atemwegsinfektion finde ich ist A schon mal eine Steigerung. Jetzt der Impfstoff mit den Chips, ich weiß zwar noch nicht, wie du die produzieren willst, in der Größe, die dann auch noch was leisten sollen. Ich weiß auch nicht, wo du den Strom dafür hernehmen willst. Aber du sagst, das ist so, da sind Chips drin und die können so vieles. Und dann erzählt sie, was die auch machen, ist die Frauen unfruchtbar. Ich habe Neuigkeiten für dich. Wir haben ja den Coronavirus schon ein bisschen länger und es gibt genug Frauen, die in der Zeit Kinder gekriegt haben, die geimpft waren. Also deine Beweislast ist nicht dürftig, die ist einfach nicht vorhanden. Und jetzt kommst du mit dem Thema Langzeitwirkung und Impfschäden. Ja, da muss ich dir auch sagen, jetzt sind mehrere Milliarden, die sich impfen lassen haben. Und du kommst mit jedem Tag sterben 400, 500 Leute an dem Impfstoff. Rechne das mal eben hoch, was du da gerade gesagt hast. Das hat zwar jetzt mit der Faktenlage nichts zu tun, aber rechne das mal eben hoch. Dann wirst du feststellen, dass du bei deiner Rechnung irgendwie unter 0,01% liegst. Heißt, du hast das Ding noch nicht mal auf Glaubwürdigkeit geprüft, das, was du da verzapft. Das ist also ganz großes Kino. Das ist wie
die 5 Sekunden bei Boris Becker in der Kleiderkammer, verstehst du? Der Mundraub. Du bist unfassbar. Prophet der Ahnungslosen. Jetzt kommt es noch besser. Also wir halten fest, hat es nicht gegeben, es stirbt keiner dran und wenn dann nur an der Behandlung. Jetzt gehen da Abertausende auf eine Demo gegen Corona. Und von den Abertausenden, die da waren, laut eigenen Angaben der Gläubiger ja mehr als 200.000 Leute, sind dann 40.000 Infizierte bei. Die dann auf die Intensivstation kommen und sich da auch behandeln lassen und anschließend ihre Meinung diesbezüglich ändern. Die werden dann aus deiner Rechnung der Gläubiger und hast du nicht gesehen rausgenommen und wieder gegen das Corona verwendet und was weiß ich nicht. Wo da deine Logik beispielsweise hin ist, weiß ich nicht. Geht mir nicht auf. Ist jetzt nicht nur einer, muss man ehrlich gestehen, sind ja mehrere. Da gibt es da diesen komisch langhaarigen Bodybuilder oder ich weiß nicht, ob er wirklich Bodybuilder ist. Auf jeden Fall sieht er danach aus, von oben bis unten. Und deswegen sage ich jetzt Bodybuilder. Er und seine Frau, die kraxeln hin und wieder mal vor die Kamera und erzählen ein Zeug. Alter, weißt du was? Ich nehme mir Popcorn. Sobald du den Hahn aufdrehst und Zeug loswerden willst und erzählst, wie es ist im Leben, denke ich immer an Zweijährige, die mir erzählen, aus was Wasser besteht. Das ist unfassbar, welchen Blödsinn du da verzapfst. Aber das Schlimme ist, von diesen Verschwörungsmeister gibt es den einen oder anderen, die würden auch Kühlschränke in der Antarktis verkaufen können. Naja, können sie ja bald. Ist ja schön warm geworden. Also jetzt haben wir den Virus, den es nicht gab. Jetzt haben wir den Impfstoff, der alles Mögliche kann und töten soll. Und jetzt kommt ein Papier raus. Und da fällt mir der eine Politiker ein, der gesagt hat, was interessiert mich das, mein Geschwätz von gestern. Jetzt kommt ein Papier raus, wo so eine, entschuldige den Ausdruck, Eierfeile, sagt, das ist ein Geheimpapier, wo das ganze Szenario berechnet worden ist und man rechnet mit einer Todeszahl von 7,5 Millionen. Ey, ich habe Neuigkeiten für dich. Das ist kein Geheimpapier, das ist eine stinknormale Risikobewertung. Die ist öffentlich für jeden einsichtbar. Und da gibt es nicht nur die eine. Aber irgendwer hat dich drauf gestoßen und du bist irgendwie auf Umwegen drauf gekommen und weißt deswegen jetzt, das ist ein ganz wichtiges Papier, was ich mal auseinandernehmen muss. Und wieder irgendwem an die Kniescheibe pissen muss, damit das ein ganz wichtiges Papier wird. Die Prepper-Szene, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind ja auch so, ich nenne sie jetzt in dem Fall leicht verstrahlte,
Die haben das erkannt, als das war. Das ist eine Risikogruppe. Und weißt du, was man mit sowas macht? Sich einstellen und Sachen rausfinden kann, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Was alles passieren kann. Weißt du, damals hat die NASA den Astronauten einen Arsch voll Morphium mitgegeben, für den Fall, dass mal was in die Hose gehen, von dem sie keine Ahnung haben. Damit die sich dann auf dem Weg selber rauskloppen können. Und das haben die deswegen gemacht, weil das mit der Risikobewertung damals noch nicht so der Klopper war. Und damit solche Sachen, so dramatische Sachen nicht passieren, spielt man das Ganze jetzt durch. Und das haben die mit den Papieren von 2012 gemacht. Entschuldigung, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie es sein kann. Und dann kommen die in der Regierung zu Beratungsgesprächen, brauchen wir eventuell ein neues Ministerium. Minister für sowas und die sich dann auf sowas einstellen und dann alles lenken und damit wir so eine Arschkarte da nicht ziehen. Dafür ist das gedacht. Und nicht, dass du auf die Idee kommst zu erzählen, die haben geplant, um es alle zu töten und das Coronavirus ist seit Dingenskirchen bekannt und ja, das ist das Gleiche, als würdest du jemanden erzählen, hör mal, weißt du, was ich gestern entdeckt habe? Es gibt Beine. Menschen mit Beine zum Laufen. Voll die krasse Einrichtung. Das Coronavirus, weißt du, wie lange das schon gibt? Eigentlich schon immer. Aber dieses da ist eine mehr oder weniger Mutation von was ganz anderem. Und das Ding heißt SARS-CoV. Weißt du, nicht jede Grippe ist eine Grippe. So einfach ist das. Aber wie gesagt, so ein Geheimdokument verkauft sich besser und das ist nämlich auch das, was du machst. Verschwörungsmeister. Leute in deinem Bann ziehen, damit du Kohle machen kannst. Du bist nämlich im Prinzip eine ganz kleine Otze. Da fallen mir die Bekloppten ein. Erinnert ihr euch, da gab es, wie die Handystrahlung da mal gemessen wurde, so ein kleines Gate mit Sony Ericsson-Telefone und weiß der Geier was. Die waren viel zu hoch und da ist dann einer auf die Idee gekommen, Plastikkarten zu verkaufen, die man sich in der Portemonnaie steckt. Damit man vor der Handystrahlung sicher ist. Die soll das absorbieren. In der Karte ist weder eine Elektronik noch irgendwelchen Zusatzstoff drin gewesen. Das war eine einfache Plastikschaber. Das Ding hat vielleicht 1 oder 2 Euro 100 Stück im Einkauf gekostet und er hat die einzelnen Karten für 80 verkauft. So, wenn nur 1 Million von den Lemmingen so eine Karte gekauft haben, was ja auch passiert ist, dann ist der raus aus der Nummer. Dann hat der ein dickes, fettes Konto und verpisst sich und du hörst nie wieder was von dem. Und das Problem ist, du kriegst den auch nie am Sack. Genauso wie die ganzen anderen Verschwörungsmeister. Die sagen nämlich, ich habe ja meine Meinung gesagt. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Ja, natürlich haben wir das. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch alles okay.
Aber deine Meinung kostet Menschenleben. Und ich würde gerne alle Menschen, die nachweislich auf dein Konto gehen, dir zu Lasten setzen. Und ganz ehrlich, ich bin so eine Drecksau, ich würde dir dann auch Knast bis an einem Wald aufbürden für jeden, der da gestorben ist. Du müsstest in der Intensivstation arbeiten und du hättest keine Krankenversicherung. Da kannst du mal gucken, wie du damit über die Runden kommst. Ich würde dich so ausgrenzen, wie du die anderen ausgrenzt. Und erzähl mir nicht, das machst du nicht. Und ich rede jetzt hier zwar immer von du und ich meine aber die ganzen Verschwörungsmeister. Das ist nämlich einfacher für mich. Ich will ja auch nicht unbedingt Namen nennen. Ich sag, wie die aussehen und dann der eine heißt wie ähnlich wie ein Möbelstück und hat in der Wall Street Online oder was einen Bericht über sein Verschwörungspapier da geschrieben. Und jetzt wird das kopiert und auf links gedreht und überall verbreitet und für Fakten genommen. Der Typ ist noch schlimmer als Donald Trump. Und das Krasse dabei ist, die Widersprüche, die interessieren da keinen. Erst gibt es keinen Wirkstoff, dann gibt es das nicht, der Virus ist nicht da und das stimmt alle nicht und die sterben an der Behandlung und dann gibt es das doch und dann war das von vornherein geplant von der Regierung. Jetzt muss ich mal ganz dämlich fragen, wie eben schon, glaubst du, in wie vielen Ländern Deutschland regiert? Meinst du, wir hätten in Mexiko Mitspracherecht oder sowas? Jetzt mal ernsthaft. Ihr verzapfter Einmüll, echt. Ihr seid ganz schwer verstrahlt und ihr macht einfach nur Scheiße, um Kohle zu machen. Keiner von euch hat die Absicht, da irgendwie was dran zu ändern. Denn wenn der... Spielen wir dann einfach mal durch. Der Coronavirus, die Thema wäre durch. Dann hast du ganz schnell ein neues Thema. Und dann fängst du da an, wieder Geschichten an der Haare herbeizuziehen. Ach, du hast ja gar keinen, stimmt ja. Jetzt mal ernsthaft. Du kommst mit so Sprüchen wie, ja, keiner weiß, was in dem Wirkstoff ist. Du Pissnecke, weißt überhaupt nicht mal, was in Nutella drin ist. Geschweige denn in Seife oder so ein Zeug. Aber du benutzt es. Du hast keine Ahnung, was in Kopfschmerztabletten oder so was drin ist, aber du schmeißt sie dir trotzdem ein. Und dann kommen so Sachen wie, da ist E726 B1170120815 drin. Jetzt nur, um irgendwie eine Zahl zu haben. Und dann stellt sich raus, ja, ist drin. Ja, und was ist das ganz Gefährliches? Und dann stellt sich raus, ist Karotin oder irgendwie sowas. Ja, was ist Karotin? Ja, Karotin ist ein Lebensmittel. Farbstoff. Der wird ist eigentlich aus der Möhre. Weißt du, siehst du anschließend so orange aus wie Trump. Das ist Karotin. Ist in jeder Limo drin. Du benutzt Zahnpasta.
und hast keine Ahnung, was drin ist. Ganz ehrlich, du hast nicht mal eine Ahnung, was im Trinkwasser drin ist. Das wäre doch das nächste Thema. Regierung will uns mit Trinkwasser gefügig machen, mit Schwermetalle, die uns im Denken gleich machen. Das Metall setzt sich im Hirn an und über die Mobilfunkmasten wird eine Dingens ausgesendet, damit wir alle gleich sind. Wäre doch mal so ein Thema wert, oder? Alter, ich breche ins Essen, echt. Was ist das hier für eine Scheiße? Die ist noch nicht mal aktiv. Oh, verdammte Heiden. Ich habe keinen Gang drin. Warum nicht? Naja, das wäre dann wieder ein Thema. Aber wie gesagt, du weißt weder, was im Wasser drin ist und. Und dann kommst du mit so Sachen wie, ja, wer weiß, was in 15 Jahren ist. Ich sag, was in 15 Jahren ist. Du laberst genauso eine Scheiße wie jetzt. Das Schlimme ist, bei den Leuten, die da sowas sagen, hauen sich dann jeden Tag eine Packung Kippen rein, pfeifen sich 2-3 Liter Kaffee rein, ziehen sich am laufenden Meter irgendwelche anderen Medikamente rein oder auch noch schöne Nase, arbeiten mit hochgefährlichen Reinigungsmitteln, benutzen Handys, Decktelefone, schlafen mit den Dingern, benutzen Powerline-Adapter und so eine Scheiße und verstrahlen sich von morgens bis abends, weißt du? Und wenn sie dann irgendwas haben, ja, das ist der Impfstoff gewesen. Ach nee, kann ja nicht der Impfstoff gewesen sein, weil du bist ja nicht geimpft, oder? Und da kommen wir nämlich zum nächsten Witz. Bei jemandem, der gesagt hat, er ist gegen Corona-Gedönse, hast du nicht gesehen. Und dann lässt er sich mal eben locker flockig boosten. Erzählt die ganze Zeit Scheiße und dann triffst du den im Impfzentrum. Ja. Genauso eine Pfeife wie Donald Trump, bei dem mit ja anfangs auch nichts gewesen ist und der ist auch geboostet. Ja, alles klar, Herr Doktor. Oder wie heißt der Klon aus England? Johnson, ne? Donald Johnson. Oder Boris Trump. Ich weiß es nicht mehr. Ja, Corona gibt es nicht und dann gibt es Corona und man braucht nicht impfen und ach, alles halbe Lunge und dann ist er der Erste, der beim Doc ist und sich vollpumpen lässt mit so einem Zeug. Und genauso seid ihr auch. Und dann kommt ihr mit so Ausdrücken wie Diktatur. Hör mal, wenn das eine Diktatur wäre, dann würdest du schon lange in der Zinkkiste irgendwo rumliegen, weil dann hätte die Regierung nämlich was dagegen, verstehst du? Dann würdest du nicht mehr atmen. Aber das Schlimme ist, man trifft dich immer noch beim Aldi. Und warum? Weil du noch nicht genug Klicks gemacht hast. Und das Schlimme ist, solche... Ich muss mich zurückhalten, um keinen zu beleidigen oder ausfallen zu werden. Solche Flummis... Ich habe gleich keinen Sprit mehr, wenn nicht bald eine Tanke kommt. Solche Flummis... Hauen irgendwas raus und dann wird das geteilt bis zum St. Nimmerleinstag auf allen Kanälen. Da hinten ist eine Tanke, geil.
Und das wird für bare Münze gehalten. Und von den Anhängern, von den Jüngern, die da hinterherlaufen, prüft das auch keiner gegen. Ich erinnere an Vergewaltigungen, die nicht stattgefunden haben, von kleinen Mädchen, die nicht da gegeben hat. Und das wurde aber einfach so weitergeteilt, als wenn das alles Fakt wäre, so dass das fast in den Nachrichten gewesen ist. Beziehungsweise, es war ja in den Nachrichten. Und dann hat sich herausgestellt, es hat mal jemand recherchiert und da stimmte gar nichts von den Geschichten. Ich würde für jeden Müll, den ihr erzählt, würde ich euch haftbar machen. Und zwar mit Kohle. Für jede Falschinformation, für jeden Irrglauben ein Tausender. Und dann ist der Kollege ohne Haare, der heißt wie Möbelstück, pleite. Der labert nämlich nur Scheiße. Der hat von nichts eine Ahnung, aber der hat zu allem was zu erzählen. Das ist das Schlimme da. Was die Regierung als böse macht. Weißt du, da, ganz ehrlich, da fällt mir. Kennt ihr den? Da ist ein Dorf gewesen, die hatten alle Kopfschmerzen und die Kuh hat keine Milch mehr gegeben und die Babys sind nur noch am Schreien und das alles wegen einer riesen Antenne, die da steht, die von der Telekom ist und die hatten alle ganz fürchterliche Auswirkungen erfahren. Das Telefon funktioniert nicht mehr richtig und der Fernseher ist gestört und das Problem ist aber einfach gewesen, dass vor diesem Turm die Antenne noch nicht mal angeschlossen war, geschweige denn irgendein Instrument darüber gesendet hätte. Das Ding war noch nicht mal fertig gebaut, da hatten die schon Arschping. Und das ist das, was die vielen Jünger nämlich der passiert, die, das ist Wahrsagerei, Spielerei. Irgendwas passiert und irgendeine Aussage trifft immer. Ich habe mir gestern den Arm gebrochen und jetzt habe ich auch noch Magenverstimmung. Weißt du, woran das liegt? Du fährst ein blaues Auto. Ey, du hast recht. Scheiße, ich habe ein blaues Auto. Woher konnte der das wissen? Alter Vater, echt jetzt? Und das sind die Dinge. Aber wie gesagt, es stirbt keiner an Corona, nur an der Behandlung. Die Regierung hat alles so geplant und will alle eliminieren und... Ja, und warum? Warum will die das? Kannst du mir das erklären? Damit die Renten sicher sind, oder was? Worum geht es da jetzt? Das muss ich mir mal erklären. Warum will die Regierung, dass wir alle tot sind? Das Problem ist, wenn alle tot sind, haben die nichts mehr zum Regieren. Ui, das war zu schnell. Und dann? Das ist genau die Aussagewiese, die diese Corona-Jünger, die ihr da habt, tätigen, ist dann, ja, normalerweise ist ja auch ein Virus nicht tödlich, der will ja seinen Wirt nicht töten. Ach so, schon mal was von der Pest gehört? Ich kann ja noch mehr Beispiele außer der Pest geben, weil ihr ja sagt, ja, das ist ja damals und ja. Ist klar. Und die Aussage wie, ja, das HIV-Virus haben wir jetzt 40, 50 Jahre und da haben wir immer noch kein wirksames Gegenmittel gegen.
Wir haben auch kein wirksames Gegenmittel gegen Corona. Das Zeug, was die da in den Arm pumpen, das ist nur dafür da, damit du nicht auf der Intensivstation fällst. Verstehst du? Das ist ein guter Kompromiss, bis das Richtige erfunden worden ist. Und denselben Scheiß haben die bei HIV bzw. HTML-V3 und AIDS schon vor Jahren gemacht. Da gibt es auch Medikamente gegen, beziehungsweise Medikamente, die recht wirksam sind. Aber man kann halt ja mal alles schön ausblenden. Das ist so unfassbar. Manchmal möchte ich euch eigentlich nur auspeitschen. Und zwar den lieben langen Tag mit einem S-Drahtrolle. Schön in Streifen schneiden. Ich weiß nicht, was in euer Kopf los ist, aber ich habe immer gedacht, Akademiker gehören da nicht zu, und aber jetzt hat sich herausgestellt, es sind auch ein oder zwei Akademiker dabei, die so einen Blödsinn verzapfen. Und angebliche Amtsärzte, schwer verstrahlte Leute, ganz ehrlich. Man sollte meinen, die können gerade ausatmen. Nee, können sie irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo die ihre Logik gelassen haben, aber bei vielen, die gehen da mit einer Blauäugigkeit rein, und selbst so ein Amtsarzt kopiert dann von irgendeinem Gläubigen, der von nichts eine Ahnung hat, irgendwelche Fakten, die es nicht gibt. Ja. Frag mal die Franzosen, die die ersten auffälligen Bilder von der Lunge hatten, was sich da alle drin befunden hat. Ja, laut eurer Aussage war da gar nichts. Die Ärzte gibt es nicht, das war alles gefaked und ist aus einer Serie. Ja. Ey, ich habe Neuigkeiten für dich, Gläubiger. Es gibt in Korea eine Serie, die hat das 2014 oder 2016, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, zum Thema gemacht. Und ey, da geht's um den Coronavirus, der hat aber alle getötet. Und jetzt kannst du sagen, siehste, die haben es alle vorher schon gewusst. 1967 gab es, glaube ich, auch schon einen Film. In dem Film ging es da auch um irgendwie eine Seuche. Da haben sie jetzt nicht wirklich Coronavirus gesagt, aber irgendwie so was in der Richtung. Also versuchen die seit 1967 uns zu töten oder was? Ey, Alter, nimm dir mal einen Kaffee. Dann gehst du mal gemütlich dein Leben durch. Und dann meldest du morgen das Internet mal ab. Weil das brauchst du dann nicht mehr. Alter, Alter, echt. Wegen solcher beschissenen Aussagen gehen Menschen drauf. Lassen sich nicht impfen, nehmen an Anti-Demo bei und anschließend liegen die auf der Intensive. Dann ist Kamerateam dabei, wo einer stirbt und ein anderer sagt, ich hätte niemals auf die Pisser hören dürfen. Und die hat es dann alle nicht gegeben, oder was? Geht mir so auf den Sack. Und damit ihr durch das Leben kommt, geht ihr alle Foodlangs testen. Ach ja, nee, Moment. Der Test, der ist ja erfunden worden, damit Corona sich bezahlt macht. Ich habe Neuigkeiten für dich. Der ist umsonst. Größtenteils. Jetzt musst du nicht nach dem Aldi rennen und sagen, ja, der Takeshi hat aber gesagt, der ist umsonst. Nee, der nicht. Im Testzentren und so weiter. Aber, naja, auf jeden Fall sind die Dinger erfunden worden, damit die uns das Leben schwer machen können.
Ist klar. Und wieso faken dann so viele einen Impfausweis und machen sich so gefakte Zertifikate, so QR-Codes, wo sich herausstellt, dass ein QR-Code von der Marmelade ist oder was? Steh doch dazu. Steh doch einfach dazu, dass du dich nicht impfen lassen willst oder gegen die ganze Scheiße bist und dann lässt es bleiben. Und brauchst hier nichts faken. Aber so dicke Eier hast du dann doch nicht, ja. Alter Vater. Schauspieler, Sänger, Sportler, die so eine Scheiße abziehen in der Öffentlichkeit sind, die sollten besser die Fresse halten. Man sollte solche Leute auch nicht für eine Impfkampagne oder sowas einspannen. Du weißt ja nie, was du kaufst. Da ist die Katze im Sack. Erzählen geht impfen, macht hier und da und tralala und selber gehen sie sich dann einen gefakten Impfausweis holen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Und jetzt kommt der Klopper hier, die AfD ist jetzt wohl Spitzenfreund mit Wagenknecht. Alter Vater. Da tun sich Abgründe auf. Und die gehören bei der AfD mittlerweile auch zum Gläubigerpack und erzählen auch Fake-Nachrichten und dann auch noch öffentlich auf Twitter, wo jeder lesen kann. Also Hut ab, ihr habt mal dicke Eier. Ja, für sowas kann man belangt werden, für die komischen Meinungsgespräche, die die Verschwörungsmeister da aufdecken, tun, machen, tun, eben nicht. Ja. Ich würde euch alle am Arsch kriegen, ganz ehrlich. Als erstes Krankenversicherung weg. Peng. Schon mal gehört, wie viel eine Entbindung auf Krankenhaus kostet? Ja. Dafür kannst du ein Auto kaufen, verstehst du? Was glaubst du, wenn du da mal was Ernstes hast? Ja. Das ist so unfassbar. Echt, ich würde auch jeden Toten, der nachweislich auf euer Konto geht, der würde ich euch zu Lasten machen. Ob das eine Oma oder ein kleines Kind ist, ist mir dann scheißegal. Langzeitwirkung von dem Impfstoff. Oh ja. Weiß er aber Extremsport betreiben. Trotz Risikowarnung nach Spanien fliegen. Und am Ballermann mal einen reinpfeifen oder hier Karneval feiern und so eine Scheiße. Ist klar, Herr Doktor. Irgendwann kommt einer. Und der greift euch an die Nüsse. Dem komischen Glatzkopf ohne Hirn und ohne Verstand, der sich da verkauft, als wenn er Experte für alles ist. Die Bodybuilder pfeifen und alle, die den Müll teilen. Irgendwann kommt einer und sagt, jetzt machen wir eine Gesetzesänderung. Nicht, weil das Hate ist, sondern Verhetzung. Und für jede so eine krümmelige Aussage
5000 Euro oder so, denn nichts von dem, was ihr da verlautet, hat Fakten, ist mit Fakten zu untermauern oder sonst irgendwas. Und der Witz ist, ihr gibt auch für nichts eine Lösung. Ihr seid nur am Aufhetzen. Das ist so eine Sache, die mir tierisch auf die Nüsse geht. Wenn ich dann schon in der Tagesschau solche Sprüche höre, wo es um euch geht. Dass ihr es in die Tagesschau geschafft habt. Ach ja, jetzt sind ja alle Medien gleichgeschaltet. Das musst du mir nochmal eben erklären. Alle Medien, alle Zeitungen und Dingen sind gleichgeschaltet. Aber du unterhältst dich dann mit Wall Street Online oder mit Bild. Weißt du, da fällt mir ein ekelhaft alten Spruch ein. In Darmstadt ist auf der A37 eine Kuh ums Leben gekommen. Die Bild sprach mit der Frikadelle. Und genau das ist das. Substanzlos nennen andere das. Von den Aussagen, die in der Bild oder bei Bild TV in der letzten Zeit gemacht worden ist oder gefordert ist, hat sich nichts bewahrheitet. Und jetzt könnte man meinen, ja, woher weißt du denn, dass du, ja, der Takeshi hat auch YouTube und die Bild ist laufend in den Trends mit ihrem Gehirnfürzen. Und dann siehst du die da wieder, was die da für Aussagen machen. Also, ganz ehrlich. Ich gehe doch nicht zum Nachbarn, um irgendwie Informationen über ein Medikament zu erfahren. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Apotheker. Ich gehe zu Fachleuten. Du lässt dir doch im Prinzip, naja, soll es auch geben, aber du lässt dir doch im Prinzip nicht von einem Bäcker die Küche fließen. Wieso machst du bei Corona dann so ein Aufsehen und Scheiß und machst genau das Gegenteil? Und hörst auf so eine Eierfeile. Tu mir den Gefallen. Hol dir sachliche Informationen, unterhalt dich mit Ärzten, Apothekern, mit Leuten, die sich davon auskennen. Unterhalt dich mal mit einem Ingenieur, so was ähnliches wie ich, der Ahnung von elektronischen Bauteilen hat, der dir sagt, wie klein Chips gefertigt werden können. Ob man die mit dem bloßen Auge sieht und ob man sowas spritzen kann oder so, mach dich da mal hingehend schlau. Und dann gießt du mal so ganz unverhofft, so ganz nebenbei. Kannst du auch das Internet für benutzen, das tut dann auch nicht mehr weh. Und dann guckst du dir mal die Geburtenrate von den letzten 2 Jahren. Vielleicht hast du auch erlebt, dass bei dir in der Ecke das eine oder andere Kind geboren wurde. Dann kannst du dir das sparen, dann kannst du das selber widerlegen. So.
Und jetzt stellen sich dir alle die Frage, ja, ist ja schön, was du da alles erzählt hast. Ich selbst bin auch geimpft. Ich bin sogar geboostert worden. Ich bin da auch nicht begeistert von, weil die Nebenwirkungen waren nicht so schön. Ja, es gibt Nebenwirkungen. Es gibt immer Nebenwirkungen. Nimmst du eine Kopfschmerztablette, geht es dir eventuell auf den Magen. Und so ist das dabei auch. Es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Wenn ich einen Lacher produzieren will und ich hau dir mit Schmackes eine Sahnetorte in die Fresse, dann kann es auch sein, dass das richtig wehgetan hat. Und für deine Seite nicht so lustig ist. Also, Wirkung ohne Nebenwirkung nicht möglich. Und das ist das Problem überall. Du kannst nicht ohne Nebenwirkung mit 120 Sachen durch die City brettern. Ist auch noch so ein Beispiel. Vieles davon ist übertrieben. Ganz ehrlich. Ist eine Schippe zu viel. Aber mir geht das so auf den Piss. Und dann sind da, ich weiß nicht, sagen wir, es sind 1 Million, 2 Millionen Leute, die dagegen sind, demonstrieren, Hass verbreiten und. Und die Mehrheit ist es eben nicht. Und von den 2 Millionen werden nicht täglich weniger. Da sind eine Handvoll, ich nenne das jetzt eine Handvoll noch übrig. Und es wird letzten Endes so sein, dass die auch wechseln. Das Problem dabei ist nur, mir geht es nicht zu schnell genug. Das ist, weißt du rufst bei der Heizungsfirma an und sagst, die Heizung ist kaputt. Ja, wir schicken Mechaniker raus. Der kommt und sagt, die Heizung ist kaputt. Ja, das habe ich vorher gewusst. Komm auf den Punkt, Junge. Und so empfinde ich jetzt auch gerade. Komm mal auf den Punkt. Meine Fresse, geh impfen. Und durch. Und was machst du dir für Langzeitwirkungen-Probleme? Echt? Du bist am Rauchen, du benutzt ein Handy, fährst jeden Tag mit dem Auto oder Moped. Moped. Du haust ungesunde Nahrungsmittel in dich rein. Du hast keine Ahnung, was im Trinkwasser alle drin ist oder im Nutella oder sonst irgendwas, aber bei dem Wirkstoff interessiert es dich und gehst dir aber dann hier beim Schönheitschirurgen die Falten wegbügeln lassen. Weißt du, was das ist? Ja, das Zeug, das wird aus Gammelfleisch hergestellt. Das ist ein Bakterium, was beim Verwesen von Fleisch entsteht. Das ist kein Schlangengift. Botox ist Gammelfleisch. Und das hauen die sich in die Figur. Und solche Leute gehen sich dann nicht impfen. Also mal ganz ehrlich, habt ihr so noch alle am Helm oder was? Ich mach mir gleich im Hemd, ey. Die Leute gehen unnötig Risiken ein. Fahren mit 340 auf linken Spur. Das Leben kann in den nächsten 2, 3 Minuten zu Ende sein. Weil die Und dann kommt aber sowas wie Corona und dann, nee, da bin ich raus aus der Nummer. Typen, Schränke, breites Kreuz, Eier so groß wie Baseball. Ach, machen wir da Medizinbälle draus. Und dann kommt Corona und dann, mi, 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 Nüsse so groß wie Rosinen. Ja, ich spiele doch nicht einfach so mit meinem Leben. Du machst das jeden Tag, indem du aufstehst, vor die Tür gehst. Verstehst du? Es könnte ein Flugzeug runterfallen. Von links kommt ein Bus, der die Straßenbahn geschnitten hat. Du machst den Grill an, die Gasflasche explodiert. Du packst eine Verlängerungsschnur
von deinem Laptop und die Isolierung ist kaputt, kann jeden Augenblick zu Ende sein. Jeden. Es gibt genug Klappspaten, die irgendwas mit in die Badewanne mitnehmen. Oh, gute Idee. Ich könnte gleich baden gehen. Schön gemütlich. Ja, und dann ist es vorbei. Aber möglicherweise hast du bis dahin 5 oder 60 Leute infiziert. Oder wie letztens in irgend so einem Bürgersaal 200 Leute, von dem 15 Leben dann auf deine Rechnung gehen. Das ist auch so ein Grund. Willst du echt dafür verantwortlich sein, dass jemand anderes wegen dir ins Gras gebissen hat, obwohl du im Prinzip nichts gemacht hast? Nur geatmet? Und beim Atmen kam eine Wolke raus, die nicht gut war? Ganz ehrlich, ich knall mir hier ungesundes Essen rein, ich knall mir Kippen rein, ich hau mir massig Kaffee rein. Ich gucke stundenlang Fernsehen, ich fahre stundenlang irgendwelche Rennen, ich fahre stundenlang irgendwelche Touren mit dem LKW und was weiß ich nicht. Ich fahre Moped, ich fahre Auto. Wenn ich dann in 15 Jahren ein Bein verliere, dann muss das nicht zwingend daran liegen, dass ich mir vor letztes Jahr oder vor ein paar Monaten einen Wirkstoff in die Arme pumpen lassen habe. Dann kann das auch sein, dass ich das Bein verliere, weil ich Raucher bin. Und das is ist es. Und das muss jeder für sich selber ausmachen. Und nicht irgendeinen Glatzkopf raussuchen, einen übergewichtigen. Verstehst du? Der ohnehin schon ungesund lebt. Einen übergewichtigen, der dann deine Vaterperson in dem Fall darstellt, dass du sagst, ja, was du sagst, ist richtig, ich mach das. Lass das doch sein! Wie alt bist du denn? Meine Fresse. Wenn es das Virus nur in Deutschland geben würde, würde ich sagen, ey, du hast mit allem recht. Es ist aber nicht so. Wir haben in Kuba überhaupt nichts zu sagen. Oder in Korea oder in Mexiko. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist so unfassbar dumm, was da alles abgesammelt wird. Vor allen Dingen, wenn dann die Widersprüche aufgedeckt werden, wie es gibt kein Virus und dann gibt es den Virus und dann der Wirkstoff und nein, die sterben aller Behandlung und dann es gibt ein Geheimpapier, da steht alles schon so drin. Und du die Widersprüche von diesen Leuten aufdeckst. Dann interessiert das erstmal keine Sau. Aber egal, was dir abfurzen, wird alles geglaubt. Geht mir so auf die Nüsse. Die dürfen sich nicht wundern, wenn irgendwann solche Leute wie ich militant werden und den Nicht-Impfern und so was das Leben so dramatisch schwer machen wollen, wie ich es eben schon beschrieben habe, hier mit Auspeitschen und Geldstrafen und hast du nicht gesehen. Das Schlimme ist, es geht ja nicht zwingend um denen ihre Leben, es geht um das Leben der anderen. So, und deswegen, ich gehe jetzt hier zum Josef. Das ist der Typ hier von der Rampe. Ich lutsche mir ein paar Kaffee mit dem zusammen. Und der hat ja mal leckere Berliner da. Dann werden wir sehr wahrscheinlich noch ein bisschen zusammen Fernsehen gucken. Und dann gehe ich hier wieder zu mir in die Kabine und dann penne ich hier und dann morgen früh ist der Tag rum. Verstehst, was ich meine? In diesem Sinne, ab durch die Rinne.
Gehabt euch wohl, lasst euch das ein bisschen durch den Kopf gehen, nehmt das nicht ganz zu ernst. Das ist meine Meinung, das muss jeder für sich selber ausmachen. Nimmt das Handy und dann schmeißt das Telegram, WhatsApp und so was erstmal runter. Das braucht kein Sau. Macht das Ding auf Flugzeugmodus, schmeißt an die Wand oder macht sonst irgendwas. Das ist nämlich nicht der heilige Tempel oder der heilige Gral. Das ist ein Telefon. Genauso wie das mit dem Internet ist, das ist auch nicht der heilige Gral. Das kann eine Informationsquelle sein, das kann aber auch ganz gefährlich nach hinten losgehen. Weißt du, die Ärzte haben sich vor Jahren schon beschwert, dass allmögliche Leute eine Selbstdiagnose machen. Weil sie im Internet nachgeforscht haben, was das ist. Ja, aber das stimmt nicht immer. Und genauso gibt es diese Pfeifen, die nachgucken, ja, mein Auto ist kaputt, das ist das und das. Gucken im Internet nach, ja, ich muss das und das reparieren. Und anschließend haben sie 5.000 € rausgehauen, weil irgendwo ein Kabel ab war. Das Auto ist nicht gestartet, deswegen haben wir einen neuen Motor und da und tralala und ja. Merkst du was? Das kann gewaltig nach hinten losgehen. So. Ich brauche einen Kaffee und Berliner. Was kommt denn heute im Fernsehen? Ach, ich wollte doch baden. Hoffentlich haben die hier in der Bude eine Badewanne. Ich muss mir auch rasieren. Hör dir das mal an hier, ey. Ja, frohes Fest für die, die feiern. Guten Rutsch. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Und nicht faken. Das ist scheiße, bringt nichts. So, und fort.